Heimatsportlerin des Jahrzehnts hier im Kreis Vechta, Christina Bäuerin-Spreje. Ja, Christina Bäuerin-Spreje, herzlichen Glückwunsch zum Titel OV Heimatsportlerin des Jahres. Erfolgreiche Musiker hängen sich die goldenen Platten an die Wand. Wo stehen die ganzen Pokale? Ja, ich habe so ein Bürozimmer und da sind die schön gestapelt im Regal. Du führst ein Dinklage-Quartett an. Du hast gewonnen vor Julia Middendorf, vor Madita Kohas, vor Tina Schwarz. Erzähl mir das Erfolgsgeheimnis der Sportstadt Dinklage. Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist tatsächlich großartig, dass wir so viele tolle Heimatsportler haben. Und ich bin froh, dazuzugehören. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und dass es auch so geschätzt wird. Ja, das ist meine letzte Frage. London, Rio, überall die großen Ereignisse. Welchen Stellenwert hat so eine Veranstaltung jetzt hier in Oite? Also ich glaube, das ist immer was Besonderes, auch in der Heimat geehrt zu werden. Und ich freue mich immer, hier dabei zu sein. Ich versuche es auch wirklich immer hinzukriegen, dass wir hier sein können. Und es ist ein schöner Abend, es wird sich sehr viel Mühe gegeben. Man trifft viele Sportler, bekannte Gesichter und ja, es macht einfach Spaß, hier zu sein. Dann viel Spaß heute Abend, danke dir. Jetzt Erleuchtung in der Leidenszeit von Rastafechter. Christian Stadtheiliger. Ja, Christian Stadtheiliger, OV Heimatsportler des Jahres 2016. Klingt gut, oder? Klingt sehr gut. Jetzt muss es nur noch bei Rastafechter laufen und dann war das Jahr perfekt. In letzter Zeit ging es eigentlich nur noch um Niederlagen erklären. Ist das eine schöne Abwechslung heute Abend? Definitiv eine schöne Abwechslung. Ich denke, die letzten drei Spiele musste ich ein Interview geben, kurz nachdem wir ein Spiel verloren haben. Das ist natürlich etwas frustrierender, als wenn wir jetzt hier über gute Dinge reden und wenn ich hier umringt bin mit wirklich erfolgreichen, tollen Sportlern. Du triffst hier Olympiasieger, Weltmeisterschaftsteilnehmer, EM-Teilnehmer. War dir vorher bewusst, was für eine Qualität der Heimatsport im Kreis Vechta hat? Nein, war es mir nicht. Also man hört ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, von Olympiasiegern und alles. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Und ich denke auch, die Ehrungen, die gemacht werden, wenn man von Leuten, die in Vereinen einfach sich um die Kinder kümmern oder Gymnastik oder andere wichtige Dinge, das ist einfach unglaublich wichtig für die Gesellschaft und für die Community. Und das freut mich natürlich immer. Ein Eintusch. Die Mannschaft des Jahres 2016, die Handballerinnen von SFN Vechta.